Herzlich willkommen beim Sautershop. Ich darf euch heute herzlich willkommen heißen zu unserem dritten Teil des und letzten Teil des dreiteiligen Webinars Frästische. In den letzten beiden Teilen habt ihr ja schon einmal die Grundlagen für einen Frästisch kennengelernt, den Unterschied zwischen einer Einlegeplatte und einem Oberfräsenlift. Und heute bei dem letzten Teil Oberfräse versus Fräsmotor könnt ihr für euch herausfinden, was die richtige Lösung für euch ist. Ich sehe meinen Kollegen Markus hier links neben mir schon startklar und wünsche euch jetzt viel Spaß dabei. Mein Name ist Benjamin Belm, ich bin Produktmanager und Schreiner hier bei der Sauter GmbH vor Ort. Hallo, mein Name ist Markus Krämer, ich bin auch Produktmanager hier im Hause Sautershop, auch Schreiner und schlage vor, wir legen los. Ja, auf jeden Fall. Freitagnachmittag, Webinarzeit, heute zu unserem dritten und letzten Teil der Trilogie Frästische und das spannende Thema Oberfräse versus Fräsmotor schauen wir heute nochmal genauer an. Und ja, natürlich wie immer live, deshalb auch die Live-Chat-Funktion angeschalten. Bitte stellt uns Fragen und kommentiert auch ein bisschen alles, weil der Dejan sitzt am Chat und wird den ein bisschen moderieren und die Fragen, die ihr stellt, zusammenpacken und uns geballt am Ende reingeben. Und wir tun unser Möglichstes, die natürlich zu beantworten. Was vielleicht auch noch wichtig ist, wenn euch so unsere Video- und Webinar-Teile gefallen, bitte einmal die kleine Glocke einfach drücken, dann habt ihr eine Erinnerung und verpasst nie wieder eins von unseren Videos oder Webinaren, ohne dass ihr irgendwo den YouTube-Verlauf mitverfolgen müsst. Aber ich würde sagen, dann starten wir gleich mal, weil ich sehe, du hast uns schon mal hier einen kleinen Überblick mitgebracht. 4 Stationen und ja, starten wir doch. Genau, das ist vielleicht auch das Stichwort. Es sind in Anführungszeichen nur 4 Stationen, möglich ist natürlich viel mehr. Wir haben versucht, hier mal das Ganze ein bisschen vom Anfang bis zum heutigen Stand der Dinge aufzubauen. Sprich, hier haben wir die Grundidee dargestellt, sprich, ich will meine Oberfräse an den Tisch bringen. Insofern haben wir das Ganze ein bisschen chronologisch aufgebaut. Genau, in der ersten Station sehen wir eine Einlegeplatte mit der OF3 von Perlis, eine klassische Handoberfräse. In der zweiten Station haben wir auch eine Einlegeplatte mit einer T11 von Trend. In der dritten Station haben wir dann bereits einen Fräslift mit einem Fräsmotor, unserem Sauter-Fräsmotor. Und in der vierten und letzten Station haben wir einen schwenkbaren Fräslift OFL 3.0 mit einem Suna-Motor aufgebaut. Also so die ganze Bandbreite mal mitgebracht, aber viele Lösungen individuell sind natürlich auch noch möglich. Aber ich sehe hier so, die erste Station erinnert mich so ein bisschen an die Anfänge, wo ich auch versucht habe, mal eine Fräse an den Tisch zu bekommen, respektive damals war es eine Siebdruckplatte. Und ja, deshalb erinnert es mich sehr. Das ist im Grunde das, was ich gerade schon eingangs gesagt habe. Das ist so die Grundidee, die Handoberfräse an den Frästisch zu bringen. Wir haben hier die OF3 von Perlis verbaut. Das ist eine klassische Handoberfräse, die für den Handbetrieb sehr gern hergenommen wird auch. Mhm. Mit einer Einlegeplatte. Heißt, Einlegeplatte ist kein Lift. Wir haben hier nur die Möglichkeit, in Anführungszeichen, die Oberfräse mit einer Platte sauber in den Tisch zu integrieren, diese dann auch wieder wegzuschrauben und sie von Hand zu nutzen. Aber die ganze Höhenverstellung, die Frästiefeneinstellung wird hier über den Hubkorb der Fräse selber also verstellt. Also alles per Hand. Wir schauen hier mal, wenn ich da mit der Hand hingehe. Also ich muss irgendwie die Fräse nach oben drücken, ob über einen selbstgebauten Scherenlift, der dann natürlich hoffentlich nicht die Belüftung hier unten ganz wichtig abdeckt. Ganz wichtig. Oder ich mache es dann mit der Hand mal auf eine Grobeinstellung. Und genau, und dann empfehlen wir grundsätzlich bei Oberfräsen, die an den Tisch verbaut werden, die nicht über eine Feineinstellung verfügen, wie beispielsweise die Festool OF 1010, ja. Haben wir praktisch hier, empfehlen wir eine Feineinstellung, die praktisch an den Revolveranschlag der Fräse montiert wird und dann mir die Möglichkeit bietet, nach Grobeinstellung nochmal ein paar Zehntel hoch oder runter zu verfahren und so die Frästiefe sauber einzustellen. Weil sonst ist es eigentlich schon fast ein Ding der Unmöglichkeit, einfach mit einem Rutsch auf eine exakte Fräshöhe zu kommen. Oder bei Markus? Wem das klappt, herzlichen Glückwunsch. Bitte schreibt uns, wir nehmen es auf in unsere Firmengeschichte, mehr oder weniger, wer das schafft. Nee. Aber wirklich zum Einstellen ist eine Feineinstellung das A und O. Und dann ist das auch eine saubere Lösung, wenn mir das soweit
Absolut, absolut. Dann würde ich sagen, bei dem ersten schauen wir uns doch nochmal die Highlights kurz an. Genau, wir haben hier praktisch eine solide Grundausstattung, für den, der vielleicht eine Oberfräse besitzt und die einen Tisch verwenden will, aber auch weiter als Handoberfräse verwenden will. Wir haben eine solide Grundausstattung und hier auch die einfache Montage mit wenigen Schrauben hinmontiert, auch wieder demontiert und wieder weiter nutzbar als Handoberfräse. Wir haben auch noch man sieht es hier ein bisschen jetzt im Bild, diese Feineinstellung, die wir grundsätzlich für solche Fräsen eben für den Tisch empfehlen. Genau. Dann sehe ich dich schon, deines Amtes walten. Deckel zu. Und das bedeutet, wir sind mit der ersten Station soweit durch. Da nur noch vielleicht dazu gesagt, nicht jede Fräse hat im Lieferumfang die Höhenfeineinstellung mit inklusive. Deshalb da auch beim Kauf aufpassen, wenn es nicht an der Maschine dran ist, dass sie dann... Genau, klare Empfehlung. Genau. Jetzt sehe ich eigentlich ein ähnliches Setup und doch nicht. Ich sehe eine Einlegeplatte und eine Handoberfräse. Schön gesagt. Ja. Wir haben hier genau auch wieder eine Einlegeplatte mit einer Handoberfräse, also im Grunde soweit ähnlich mit der ersten Station. Mit dem entscheidenden Unterschied, wir haben hier eine Oberfräse, die TL von Trend, verbaut, die durch den Tisch mittels Sechskantschlüssel in der Höhe verstellbar ist, über den kompletten Hub. Also wir haben ja 80 mm Hub und kann damit praktisch die Fräshöhe bequem von oben einstellen. Zum einen, zum anderen halt mit einer, was wir auch grundsätzlich empfehlen, mit einer Höhenmesslehre sauber auf mein Maß hochfahren, auf das ich gerne möchte. Und dann am Ende, ganz wichtig auch, die Klemmung an der Oberfräse selber unterm Tisch einmal festmachen, damit wir da keine Verstellung der Fräshöhe kriegen, weil natürlich Vibrationen entstehen, ja, beim Fräsen, und dann kann da nichts passieren und man hat es sauber eingestellt und kann dann ja loslegen. Also ist ja auch eine häufig gestellte Frage, ist mit meiner Oberfräse alles in Ordnung? Ich habe sie eingestellt von oben, aber ich habe irgendwie Spiel. Und da war häufig dann der Grund dafür, dass eben die, genau, Klemmung offen war und nicht arretiert. Sollte ja man nicht vergessen, ja. Und bei der Höhenfeineinstellung, wenn man sich den Schlüssel anschaut, das ist extrem robust. Da können wir auf jeden Fall von hoher Qualität auch sprechen. Dieses Teil, glaube ich, gibt es aber nicht sehr häufig. Wenn ich so mal über den Oberfräsenmarkt schaue, die ich so kenne, hat das nicht jeder. Das ist richtig, das hat nicht jede Fräse. Es gibt da ein paar, die das gut machen. Wir haben in unserem Sortiment beispielsweise die drei Oberfräsen von Triton, die da sicherlich an der Stelle auch genannt werden sollten, die mittels Kurbel hoch und runter gestellt werden. Das ist egal, ob die 1000 Watt, die 1400 Watt oder die 2400 Watt Variante. Ja. Die sind alle mittels Kurbel verstellbar und mit der entsprechenden Platte, die auch vorgebohrt ist, dann für die Triton-Modelle im Tisch genauso verwendbar. Hier mit der T11, wir haben uns für die T11 heute entschieden, weil die Triton, glaube ich, vor zwei Wochen schon mal gezeigt, ja, wurde bei dem Video, Teil 2, Webinar, ja. Teil 2. Genau, haben wir uns entschieden, im Grunde, das ist so die vierte im Bunde. Wir sagen so ein bisschen von der Qualität her, das ist so das Arbeitstier, das robuste Arbeitstier, das gekommen ist, um zu bleiben. Unkaputtbar. Absolut. Wunderbar. Dann kam letztes Mal ja auch nochmal die Frage, auch vielleicht hier auch nochmal genannt, hier für die Feineinstellung ist ja hier nochmal ein Rädchen dran. Mhm. Das würde ich, glaube ich, also aus meiner Erfahrung sagen, okay, das kann man für die grobe Einstellung hernehmen. Was wir grundsätzlich empfehlen, ist eine Höhenmesslehre, die man einfach praktisch auf den Tisch aufsetzt und entsprechend dann mit dem, ob es digital oder analog ist, erstmal spielt keine Rolle, mit dem Fräser dagegen fahren, dann wirklich präzise auf mein gewünschtes Fräsmaß, Frästiefeneinstellung als Stichwort, einstellen kann. Ja, wunderbar. Dann sind wir eigentlich bei der Position. Soweit durch. Schauen wir uns vielleicht da auch nochmal so die Highlights an. Die Highlights an. Ja. Dann sehen wir einmal, ja, natürlich ist es flexibel einsetzbar, weil ich sie auch runternehmen kann und weiterhin als Handoberfräse hernehmen kann. Ich habe die Höhenverstellung bequem von oben und kann sie halt sehr bequem verstellen und natürlich robust. Die T11, was du schon gerade gesagt hast, unkaputtbar, das Arbeitstier. Und es ist auf jeden Fall, wenn ich so eine Fräse habe, schon mal gut, dass ich weiß, ich kann sie von oben einstellen. Aber wie gesagt, es gibt nicht viele, aber ich sehe schon. So gesehen in unserer Chronologie hier im Grunde der nächste Schritt. Genau. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir hier den Deckel zu. Wunderbar. Ja, viele von den Fräsen am Markt haben natürlich
diese tolle Eigenschaft nicht, dass ich sie von oben verstellen kann. Wenn ich jetzt aber doch sage, ich möchte einfach mit meiner Fräse zusammen doch dieses Gefühl haben, sauber einstellen zu können, was würdest du uns da empfehlen? Das ist absolut möglich, indem man praktisch die Oberfräse nicht an die Einlegeplatte montiert, sondern an den Oberfräsenlift. Heißt, ich montiere meine Fräse dran, tauche den Hubkorb einmal komplett ein und verstelle dann praktisch die Frästiefe nur noch über meinen Fräslift. Also würde der eigentlich so hier zwischendrin in dem weißen Bereich liegen, weil den haben wir jetzt hier so ein Setup nicht aufgebaut. Richtig. Im letzten Video hat man es mal gesehen. Genau, und der schafft praktisch diesen Spagat zwischen der Variante Einlegeplatte und Oberfräse, schafft die Version mit Lift und Oberfräse ein bisschen den Spagat zwischen hier, wo wir flexibel bleiben mit Oberfräse im Tischbetrieb und aber auch im Handbetrieb. Ja. Während wir uns dann, wenn wir über diese imaginäre Grenze rübergehen, sagen müssen, okay, hier bewegen wir uns in den Bereich, wo wir Handoberfräsen von der Tischfräse praktisch trennen. Ja. Genau. Jetzt ist die Frage natürlich, wenn ich so einen Kompromiss eingehen muss, gibt es dann irgendwelche Grenzen, die dadurch entstehen, wo ich sagen muss? Ja, natürlich, klar. Bei einer Einlegeplatte haben wir eine Stärke von 9 mm. In der Mitte sind die auch ein bisschen dünner, meine ich, bin jetzt nicht ganz sicher. Beim Lift ist es halt so, dass wir praktisch den Hubkorb von der Fräse selber haben. Wir haben den Aufbau, sprich die Montageplatte am Fräslift, an dem die Fräse montiert wird. Und dadurch entsteht natürlich so ein gewisser, es addiert sich alles, ein gewisser Frästiefenverlust, den man gegebenenfalls nicht selten auch durch eine Fräserverlängerung ausgleichen muss. Aber wir sprechen da ja jetzt nicht über 2-3 Millimeter, sondern ich glaube, da sind wir schon... Wir geben, glaube ich, 15 Millimeter an beim Fräslift in Kombination mit einer Oberfräse. Plus das, was eventuell entsteht durch die Kombination Oberfräse und Fräsernutzlänge. Gut, das kann ja mal ein Thema sein, vor allem halt beim Schablonenfräsen. Wenn ich einen Fräser mit einem schaftseitigen Kugellager habe und dann einfach eine Kontur abfahren möchte und eine gewisse Fräserhöhe brauche... Ja. Damit ich mir einfach nicht in die Schablone reinfräse, dann ist das wahrscheinlich ein wichtiger Punkt, der zu beachten ist bei der Umsetzbarkeit von so einem modularen System. Das kann für den einen gut funktionieren, für den anderen vielleicht nicht. Also das ist, ja, es ist eine Möglichkeit. Ja. Es gibt da kein gut oder schlecht. Okay. Aber ich sehe schon, du lachst schon, jetzt kommt... Glaube ich was, worauf du schon lange gewartet hast. Ja, da freue ich mich schon den ganzen Vormittag drauf. Ja. Und zwar haben wir hier in dieser Station jetzt eben den Fräslift. Jetzt, Moment. Mit unserem Sauter Fräsmotor verbaut, der natürlich ganz besondere Eigenschaften hat, wenn ich die einmal zeigen darf. Ja, gerne. Fangen wir vielleicht mit einem der Hauptpunkte an, die den Lift in der Kombination mit diesem Fräsmotor so besonders macht. Wir haben hier eine Schnellspannvorrichtung für die Fräswerkzeuge. Mhm. Sprich, wir haben hier, und jetzt kommt der Teil, auf den ich mich tatsächlich schon lange freue, Hebel auf, Fräser rein, Hebel zu, Fräser drin. Perfekt, aber noch nicht Deckel drauf. So weit sind wir noch nicht. Richtig, genau. Ja. Aber man muss es mal gemacht haben, glaube ich, weil es ist einfach vom Gefühl her, wenn jeder weiß, wenn er mit seinem Gabelschlüssel dreht und wendet. Es ist halt schon eine ganz andere Welt, die hier bestritten wird mit dieser Entwicklung, die, glaube ich, in Zusammenarbeit mit Maffel entstanden ist. Ja. Der Motor wird von Maffel hergestellt, mit Spezifikationen für uns. Ja. Den gibt es so nur bei uns. Und absolut komfortabel. Wir haben hier praktisch dadurch, dass wir einen Fräsmotor verwenden, aber auch beispielsweise kommt die Spindel halt ganz hoch. Ja. Das ist zum einen auch, wenn ich jetzt einen Oberfräsenlift oder einen Fräslift mit Spannhalsaufnahme verwende, also sprich 43 mm Eurohals für den Frästisch, ist es genauso. Ich komme praktisch ganz hoch und kann dann auch bequem, auch wenn ich es mit dem Gabelschlüssel oder mit der Spindelarretierung den Fräserwechsel vornehmen muss, komme ich bequem dran und kann natürlich sauber einen Fräser wechseln, ohne irgendwie jetzt mich verrenken zu müssen. Was ja auch so das Stichwort ist, 43 mm Adapter, wäre jetzt auch nochmal, wenn ich die Lösung hätte, ich habe eine Oberfräse an einen Fräslift geschraubt und komme nach einiger Zeit dann doch zu der Überlegung, ich möchte sie gerne frei haben, weil es einfach schneller ist in der Handhabung und möchte mir einen Fräsmotor, irgendeinen mit einer 43 mm Aufnahme anschaffen, kann ich das einfach adaptiert im Nachgang alles noch machen. Genau, an die OFL 2.0 Varianten, außer jetzt dem Minilift, ist die Spannhalsaufnahme als Adapter erhältlich. Ja. Und ich kann dann praktisch im Nachgang sagen, okay, ich habe jetzt einen OFL 2.0 Oberfräsenlift und möchte da jetzt einen Fräsmotor verwenden, dann ist das im Nachhinein auch möglich. Also ich muss mich da auch nicht zwingend sofort auf mein Konzept festlegen.
Mach vielleicht noch mal kurz klar, Minilift war, glaube ich, bei dem irgendwie mit Verbindung Gehäuse. Was war da noch mal besonders? Genau, dadurch, dass wir hier das Schnellwechselfutter haben, haben wir keinen Eurospannhals mit 43 mm Durchmesser bei diesem Fräsmotor, sondern wir haben ein Gehäuse, ich nenne es mal würfelartiges Gehäuse, das direkt unten an den Fräslift angeschraubt wird. Und da die normalen Fräslifte eine Öffnung von 98 mm, glaube ich, haben, wäre der Lochkreis zu klein bei diesem Fräsmotor. Deswegen ist er direkt kompatibel mit dem OFL 2.0 Mini, weil der die kleinere Öffnung hat und wir das sauber befestigen können. Also Mini bedeutet eigentlich dann nur, dass wenn kleinere Schraubenaufnahmen da sind, dass sie halt nicht ins Leere gehen, sondern dass halt einfach Fleisch da ist. Genau, das ist praktisch der Lift für die kleinen Oberfräsen, wie beispielsweise die OF 1010 und andere beliebte kleine Oberfräsen, die dann praktisch auch damit an dem Frästisch verwendet werden können. Genau, wenn ich da aber mal Fragen habe, kann ich jederzeit ja, denke ich, schreiben oder anrufen. Unbedingt. Wenn man sich nicht sicher ist. Genau. Dann vielleicht nochmal zum Fräsmotor zurück, zum Sauter-Fräsmotor. Wir haben hier einen Überlastschutz eingebaut. Ja. Heißt, wenn der Fräser praktisch Gefahr läuft, oder beziehungsweise der Fräsmotor Gefahr läuft zu überhitzen oder durchzubrennen, wird es in dem Fall nicht passieren. Er wird einfach abschalten. Also gehört, glaube ich, auch mit zu den Highlights oder von dem Fräser? Absolut. Also das ist sicherlich ein Merkmal, das wesentlich ist. Und zum anderen haben wir noch die Laufruhe, also im Leerlauf. Natürlich, wenn im Fräsvorgang kann der Fräsmotor noch so leise sein. Fräsen ist einfach laut, das ist so. Aber im Leerlauf ist er tatsächlich wesentlich leiser als vergleichbare Fräsmotoren. Also ich meine, als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich, das ist eigentlich ein normaler Haushaltsstaubsauger, der da läuft. Und es führt auch manchmal zu Irritationen, hast du mal erzählt. Richtig, ja. Es gibt Kunden immer mal wieder, die die Fräsmotoren tatsächlich zurückschicken, weil sie der Meinung sind, die bringen die Drehzahl nicht, die kommen nicht auf Touren. Wo man dann im Grunde auch sagen, ganz oft, also natürlich kümmern wir uns drum, aber in der Regel ist es tatsächlich so oder eigentlich bisher immer so gewesen, dass der nicht die Drehzahl nicht bringt, also sprich beschädigt ist oder kaputt ist, sondern einfach, er ist einfach so leise tatsächlich. Also bitte nicht zurückschicken. Außer es ist kaputt. So. Es ist so toll. Es ist so. Gut. Genau. Ja, dann würde ich sagen, sind wir von den Hauptpunkten. Genau. Schauen wir vielleicht da auch nochmal kurz über die Highlights. Ja, was wir eigentlich gerade gesagt haben, haben wir einfach eine präzise Höheneinstellung. Das ist ja eigentlich, oder die Tiefeneinstellung ist extrem präzise. Dann das einzigartige Schnellspannfutter, was mir halt den Fräserwechsel extrem leicht und angenehm macht. Und natürlich der Überlastschutz für meine eigene Sicherheit und natürlich auch für meinen Geldbeutel, weil die Maschine, bevor sie kaputt geht, sich selber abschaltet. Richtig. Ist natürlich ein Unikum und meines Erachtens super. Wunderbar. Dann machen wir auch hier, würde ich sagen. Und das ist immer das Geräusch für mich, wo ich weiß, es geht einen Schritt weiter. Und natürlich geht es auch technologisch voran, weil jetzt habe ich ja soweit verstanden, ich kann eigentlich mit jedem Setup, ob ich eine Oberfräse habe oder sie mir erst kaufe, individuelle Projekte gestalten. Wenn ich jetzt aber sage, ich weiß noch nicht, was ich für Projekte in einem halben Jahr haben werde oder ich bin mir einfach noch unsicher, wo es wirklich mit meiner Holzwerkerreise hingehen soll und ich möchte mir möglichst viele Optionen offen halten. Was wäre da eine Empfehlung? Da ist es natürlich so, dass man sagen muss, okay, die absolut alle Türen offen haltende System, sozusagen auch für Projekte, die man vielleicht noch gar nicht im Kopf hat, aber einfach flexibel offen bleiben möchte, ist dann die Version des Oberfräsen oder des Fräslifts in der Version OFL 3.0. Kann im Grunde alles, was die Vorgänger, ich will sie gar nicht Vorgänger nennen, aber kann im Grunde alles, was die anderen Fräslifte auch können, sprich ich kann fein hoch und runter stellen, habe die Lockfunktion, um die Fräshöhe zu arretieren. Aber besonders hier ist halt, und das ist mittlerweile auch schon bekannt, glaube ich, das ist die Schwenkbarkeit der Frässpindel von minus 5 bis 50 Grad. Und die macht es ja eigentlich zum Multitalent. Genau, die lässt mich im Grunde mit beispielsweise mit einem Nutfräser alle erdenklichen Phasen, Gradzahlen anfräsen. Ich kann Profile an Schrägen fräsen, ich kann schräge Nuten fräsen und das im Grunde alles mit einem Werkzeug. Das heißt, wir haben hier so ein bisschen ein Multitalent, wo man tatsächlich mit einem Werkzeug relativ umfangreich Werkstücke gestalten kann. Ja, und unsere Empfehlung ist ja auch meistens dann die Kombination noch mit einem Spiralnutfräser, weil es halt einfach nochmal vom Schnittbild her um einiges besser ist durch den ziehenden Schnitt als jetzt ein zweischneidiger normaler Phasenfräser. Weil viele
arbeiten ja grob mal auf der Formatkreissäge oder auf der Kreissäge vor und machen dann das Feintuning, die richtige Passung anarbeiten, dann halt über diesen Weg. Genau, oder? Stichwort Nullfuge. Nullfuge, genau. Genau. Ja, dann haben wir eigentlich bei dem letzten soweit, glaube ich, auch mal alles erwähnt, was den unterscheidet und natürlich die Wege offen hält. Vielleicht schauen wir da aber auch noch mal kurz dann auf die Highlights. Gerne, ja. Wir haben hier jetzt in der Kombination den großen Sunamotor verbaut, der natürlich sehr kraftvoll ist. Wir haben die Schwenkfunktion, dadurch gerade die Highlights, die wir gerade erzählt haben, heißt, ich kann mit einem Notfräser, mit einem Fräser schon relativ viele Anwendungen machen und dadurch bin ich natürlich, wie wir eingangs gesagt haben, sehr vielseitig aufgestellt. Heißt, ich mache mir keine Tür zu, ich halte mir alle Türen offen. Ja. Auch für zukünftige Projekte, die ich vielleicht so noch nicht im Kopf habe oder aber auch die von außen herangetragen werden, die ich dann möglich machen kann, die ich anders vielleicht gar nicht hätte machen können. Ja. Genau. Also das ist so wirklich die gesamte Bandbreite, was man mal so für eine Grobeinordnung, glaube ich, brauchen kann. Ich hoffe, es hilft jedem ein bisschen weiter, um mal so eine Schlagrichtung zu finden, wo man hingehen kann, so ein bisschen Überblick zu finden im Markt, was kann man überhaupt alles machen. Und ich glaube, du kannst deines Waldes amten. Und damit ist wieder das Geräusch, wo mir sagt, wir sind eigentlich hier bei den heute gezeigten Oberfräsmotoren und Oberfräsen oder den Fräsmotoren und den Oberfräsen natürlich soweit durch und haben jetzt den Bogen geworfen vom Teil 1 des Webinars bis heute im letzten und dritten Teil. Jetzt ist natürlich vielleicht nochmal schön, nochmal kurz so eine Zusammenfassung zu bekommen. Wo geht's los und wo geht's hin? Genau, kann ich gerne machen. Und zwar ist es so, wir haben das dreiteilige Webinar begonnen mit dem Teil 1. Das war Thema Grundlagen und Aufbau des Frästischs, was begonnen hat im Grunde mit dem Untergestell, mit dem Aluminiumuntergestell, mit der Auswahl der Frästischplatte, mit Zubehören, die auf und unterm Tisch verwendet werden, wie beispielsweise einen Parallelanschlag, Gärungswinkelanschläge, Druckkämme, Schiebestöcke, die Anwendung von Gärungswinkelanschlägen und nicht zuletzt oder nicht zu vergessen den durchaus, wie wir finden, notwendigen oder wichtigen Schutzschalter. Im zweiten Teil vor 2 Wochen haben dann der Benjamin und der Bernhard über die Einlegeplatten und Oberfräsenlifte gesprochen, haben die Unterschiede gezeigt, die Zubehöre, die man da drauf verwenden kann, Vorteile der einzelnen Kompatibilitäten der einzelnen Lifte und Platten. Und so ein bisschen einen ganzen Rundumschlag geschaffen, um dann praktisch jetzt im dritten Teil zu landen, wo wir im Grunde das Herzstück eines jeden Frästischs behandelt haben, sprich Oberfräsen an Einlegeplatten, an Liften, Fräsmotoren in Liften. Um so im Grunde das ganze Ding so ein bisschen abzudecken bzw. rund zu machen. Grundsätzlich vielleicht noch ein Satz zu den ganzen Setups. Also man kann, glaube ich, nicht sagen, dass es eine gute oder eine schlechte oder eine bessere oder ja. Es ist immer sehr individuell. Wie gesagt, eingangs schon gesagt, wir haben hier 4 Setups aufgebaut, möglich ist wesentlich mehr. Am Ende ist es immer eine sehr individuelle Geschichte, was ich vielleicht schon zu Hause habe in Form von Oberfräse oder Fräsmotor. Ja. Welche Anwendung ich habe, was mein Budget hergibt und so weiter. Also all dies ist, letztlich muss man da immer zur sehr individuellen Lösung kommen, wo wir auch gerne, also mit dem gesamten Team natürlich per E-Mail, Telefon auch immer gern helfen können, um eben das richtige Setup für den gewünschten Frästisch zusammenzustellen. Ich glaube auch in dem Zusammenhang ist ja auch nochmal zu erwähnen, was häufig an uns herangetragen wird, so, ich möchte gerne die beste Lösung oder das, was mir am meisten Wege offen hält, also so, wo wir auch ein bisschen so über den OFL 3.0 gesprochen haben, mit dem Suna-Fräsmotor, die dann auch sagen, ich brauche mindestens 5000 Watt und das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt, den wir heute aufgreifen können. Ja, naturgemäß ist es natürlich so, dass mehr, also Motoren oder Oberfräsen, die mehr Leistung haben, halt auch die größeren Spannzangen aufnehmen kann, was natürlich Sinn macht, wenn ich jetzt große Abplattfräser beispielsweise verwenden möchte, die dann vielleicht einfach aus Stabilitätsgründen dann 12 mm Schäfte haben. Da brauche ich natürlich dann auch irgendwie ein Fräsaggregat, das eine 12er Spannzange aufnehmen kann. Grundsätzlich ist es aber so, meiner Meinung nach, dass ich die, um jetzt irgendeine Zahl zu nennen, 90% aller Fräsungen vermutlich mit einem 1000 Watt Motor, ob jetzt Motor oder Oberfräse,
machen kann. Einfach ein Beispiel vielleicht, um ein Beispiel zu bemühen. Wenn ich jetzt eine Nut fräsen möchte, die 30 mm tief ist, 20 mm breit, die werde ich auch nicht mit einer 2400 Watt Maschine in einem Rutsch fräsen. Das werde ich, weil mir kommt es ja aufs Ergebnis letztlich an. Und um das sauber zu haben, werde ich sicherlich das in mehreren Schritten fräsen. Und somit reichen mir in aller Regel, rein von der Leistung ausgehend, 1000 Watt plus minus, würde ich behaupten, sicher aus. Ja, und das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, was du vorher gesagt hast, einfach der Bedarf, was für Projekte habe ich und diese Bedarfsermittlung. Das merken wir auch in der Beratung immer wieder. Es geht erstmal um den Bedarf und dann müssen wir schauen, wo es hingeht. Und da sind wirklich alle Wege offen. Und es ist ja ein modulares Frästischkonzept. Von daher können wir eigentlich für jeden Bedarf fast immer die richtige Lösung anbieten. Oder dann im Nachgang halt ist es ja auch flexibel und nochmal erweiterbar. Das ist genau, das ist jetzt, genau, wie du sagst, also es ist nicht so, ich kaufe jetzt ein OFL 2.0 Mini mit der Oberfräse und danach, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte jetzt das Ganze irgendwie verändern, muss ich das Ganze in die Tonne treten und neu kaufen. Ja. Es gibt in der Regel Adaptionen oder Änderungen, die man, also es gibt immer Lösungen, die wir, glaube ich, dann doch ganz gut und relativ breit aufgestellt auch anbieten können. Ja, ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ansonsten, wenn du jetzt nichts mehr hinzufügen möchtest, wären wir, ihr seht schon, der Laptop steht auf dem Tisch, bei den Fragen angekommen. Ich habe gesehen, im Chat hat sich ein bisschen was getan und gehen wir doch mal ganz kurz drauf ein. Jetzt schauen wir mal kurz, wo würden wir anfangen? Einmal war die Frage im Chat, Willy Wood, danke für die Frage. Sie wollen wissen, gibt es ein Video auch mal über Fräsanschläge? Das ist, um es tatsächlich ganz offen zu sagen, in Planung. Also das ist auf unserem Drehfilme- oder Webinar-Thema-Zettel drauf. Allerdings haben wir derzeit nicht alle Fräsanschläge zur Verfügung, aufgrund Lieferschwierigkeiten und so weiter. Deswegen können wir es tatsächlich im Moment nicht machen. Aber es ist ja, um die Frage zu beantworten, ja, ist in Planung. Okay, und die Absaugung von unten, ich sehe gerade, wenn ich es aktualisiere, passiert noch mal was. die Absaugung von unten war letztes Mal ja schon ein Thema. Da sind wir dran. Also hat, glaube ich, der Marc auch geschrieben. Es kamen letztes Mal auch gute Kommentare, um sich auf den Weg zur professionellen Lösung zu helfen. Mit einem verstellbaren Arm, mit Absaugung von unten. Kommt natürlich auch immer darauf an, was ich für eine Oberfräse oder was für einen Fräsmotor ich habe, ob ich da gut hinkomme oder nicht. Auf jeden Fall ist das eine super Lösung, um sich erstmal für alle verdeckten Fräsungen, weil da kommt es ja nur zum Tragen. Ansonsten kann ich das meiste über meinen Fräsanschlag mit den Schiebeanschlägen oder mit dem Backen ja. Genau, und wenn ich eine Oberfräse beispielsweise verwende, ist es ja tatsächlich auch so, dass ich in der Regel die Absaugung der Oberfräse verwenden kann. Ja. Nicht immer möglich, aber doch meistens, was die Erfahrung zeigt. Bei Fräsmotoren, wie der Benjamin gerade gesagt hat, da suchen wir eine Lösung. Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Ich hoffe, deine Frage wurde beantwortet. Dann haben wir noch den Herrn Störtebecker und er fragt nach ein Video über Fräsanschläge, da waren wir gerade. Dann haben wir nochmal Platz von unten, glaube ich, habe ich gerade nochmal gesehen. Ich muss nur immer schnell aktualisieren, weil bei mir aktualisiert sich der Stream nicht so. An Franz Woodworker, vielen Dank für die Frage. Sie fragen, wie viel Platz braucht man bei einem Suna, dem großen 1800, unter einem OFL? Auch wenn ich ihn schwenke wahrscheinlich, das ist meint er. Also von der Höhe her, müsste man messen bzw. gucken, was wir da hinterlegt haben. Ich meine, mit dem Fräslift und dem Suna 1800 Watt sind es ohne Gewehr 42 cm. Das ist aber schon für geraten ganz schön. Das ist eine Aussage, ist ganz schön, ob sie genau stimmt. Ja. Aber wenn wir im Nachgang einfach gleich messen und dann unten in den Kommentaren vielleicht nochmal vernetzen. Von daher sollten wir da auch eine Lösung finden. Na wunderbar. Dann sehe ich soweit in meinem Chatverlauf hier, den ich sehen kann. Ah, einer, es kommt noch rein. Matthias Zander, vielen Dank. Gibt es auch ein Video über Absaugemöglichkeiten? Das ist die Frage, teils vielleicht schon beantwortet. Die Absaugemöglichkeit von unten sind wir, glaube ich, gerade drauf eingegangen. Absaugemöglichkeit von oben. Nochmal en Detail müsste man vielleicht wirklich nochmal über ein Video nachdenken, weil der Marc im ersten Teil. Ich denke, dass das möglicherweise, wenn das Video mit den Fräsanschlägen Vergleich kommt, beispielsweise, dass es damit, also da ist das Thema, wo es mit reingehört, denke ich. Integriert. Genau. Und ansonsten werden wir, wenn wir eine Lösung haben,
die nachher marktreif ist für die Absaugung von Fräsmotoren unterm Tisch, werden wir das, ob wir da ein Video drehen, kann ich jetzt an der Stelle tatsächlich nicht sagen, aber wir werden es sicher kundtun. Okay, dann kriege ich hier gerade noch rein von T-Flow 71 die Frage, ob der Muffel-Sautermotor, ob der auch gleichzeitig eine 43 mm Aufnahme hat oder ob er nur geschraubt wird, wenn ich das richtig verstehe, weil, ja, ist... Genau, also ja. Nein, hat keinen 43 mm Spannhals, es ist eben dieser Schnellspannfunktion geschuldet, die den Platz benötigt. Wir haben auch keine Spannzange, die praktisch geschraubt wird, sondern die spannt sich über diesen Mechanismus logischerweise und diese Mechanik ist relativ groß und wurde praktisch auf diesen Motor aufgeflanscht, sozusagen, und ist letztlich wie ein Würfel und dieser Motor wird entweder von oben geschraubt oder es besteht auch die Möglichkeit, von seitlich zu schrauben, falls man da irgendwie ein anderes Setup hat. Aber kein 43 mm Spannhals, nein. Ja, ich hoffe, die Frage ist soweit beantwortet. Ansonsten können wir auch nachher in den Kommentaren nochmal drauf eingehen. Und ja, wenn Fragen sind, wie gesagt, jederzeit bei uns einfach anrufen. Per E-Mail sind wir erreichbar, auch jetzt noch im Nachgang. Können wir die eine oder andere Frage schon abfrühstücken? Das hat sich auch immer ganz gut erwiesen. Ansonsten würde ich jetzt sagen, wem es gefallen hat, Daumen hoch und wünsche allen Zuschauern und uns ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Dann schlage ich vor, machen wir den Sack zu. Auf Wiederhören!